hallo, bin der Krebs Daniel, komme aus Kärnten, ab und zu in Tirol unterwegs, bin 18 Jahre alt und ich würde gern den IGL von Kufstein nach Innsbruck abschaffen, weil der einfach sinnlos ist, weil wenn es regnet, ist da der IGL trotzdem. Also findest du, dass der gar nicht wirklich die Umwelt schützt? Er wird sicher die Umwelt schützen, aber wenn es regnet, dann können die Abgase ja nicht aufsteigen. Die kommen ja nicht wieder runter durch den Regen. Nimm mich einmal an. Oder ich hab mich erkundigt und das ist so. Und was glaubst du, wieso sie denn dann trotzdem machen? Da habe ich keinen Plan. Ich meine, ich weiß es nicht. Sinnlos. Und du möchtest nachher einfach, dass du schneller von Kärnten in schönen Tirol bist, oder? Ja, ich möchte einfach, dass ich schneller vom schönen Kärnten in Tirol bin. Und was machst du so in Tirol immer? Oder wieso fährst du so oft nach Tirol? Meinen besten Freund in Julian besuchen, weil wir zusammen auf die Schule gegangen sind und uns einfach eine tiefe Freundschaft verbindet. Und wo bist du denn in die Schule gegangen? Skigymnasium Stams. Also bist du im Grunde ein richtiger Tiroler fast, wenn du in Stams in die Schule gegangen bist? Ja, im Grunde schon, ja. Im Herzen bin ich ein Tiroler. Das freut uns. Ja, und wer bist jetzt du? Ich bin der Julian Lüftner. Ich bin gebürtiger Tiroler, genau aus Zams. Ich bin 25 und ich möchte einen Aufruf starten, dass man in Fennet rettet. Traditionsberg, und der soll uns erhalten bleiben. Ja, erzähl mal, wieso soll der Berg, wieso soll man da keine Skilifte mehr haben? Wieso ist das überhaupt ein Thema? Ja, also zurzeit ist es so, dass sie kein Geld haben. Aber ich finde, dass sie das gut machen. Sie haben immer super Pisten. Es ist nicht so viel los. Also man kann sich richtig auftoben auf dem Berg. Es sind ein paar gute Bauer hängen. Austoben. Pardon. Und ja, ist einfach ein Traditionsberg und der gehört dazu. Auf dem bin ich groß geworden. Ja, super. Und was kannst du dir jetzt vorstellen, was man da machen kann, damit der weiter existiert? Ja, ein paar Spenden, vielleicht freiwillige Spenden halt, und dass halt die Regio ein bisschen erhöht wird und dass das Budget nicht in die großen Skigebiete dann fließt, sondern ein bisschen mehr auf den Fennet. Ist doch ein super Berg. Also ich gehe auch wirklich sehr gern auf den Fennet Skifahren und ich war auch dafür, dass der weiter erhalten bleibt. Ja, sicher. Also, er will ihn Fennet erhalten, weil er ist der Lüftner Julian, der bekannteste Snowboarder in ganz Tirol. Bordercross, Nachwuchshoffnung, also da wird es in Zukunft schon noch was hören von ihm. Ich meine, er ist auch geübt in den Interviews, wie man sieht. So. Und das wäre dann sicher eine super Werbung für den Fennet, weil immerhin ist das ein Hausbike und wenn der Julian dann mal was Tolles erreicht, ist das eine super Werbung für den Fennet. Ja, sicher, es ist eine super Werbung, da kann ich auch einen Fennet an die Fennet-Gesellschaft appellieren, er sucht eher einen Kopfsponsor. Ja, super. Dann leiten wir das gern weiter. Vielen, vielen Dank für euer Interview. Danke.